ein großer Springer. Das sieht überhaupt nicht aus wie ein großer Springer. Du musst deine Fantasie benutzen, Ciara. Jap, jap, jap. Es sieht nicht aus, wie es aussehen soll, wenn du es dir nicht vorstellen kannst. Ich sehe immer noch keinen Springer. Alles klar, Ducky. Du bist dran. Die da sieht aus wie süße Blasen. Oh, tut mir leid, Spike. Das sieht nur aus wie süße Blasen, aber das sind keine süßen Blasen. Nein, nein, nein. Aber vielleicht findest du ja welche in den Bäumen. Hey! Sieh dir mal die an! Jumper! Und er futtert die süßen Blasen auf. Dabei mag ich süße Blasen nicht einmal. Petri? Spike? Spike, was machst du denn? Oh nein! Nein! Vor uns liegt ein wunderschöner neuer Tag. Vor uns liegt ein wunderschöner neuer Tag. Und die helle Scheibe leuchtet weit. Die helle Scheibe leuchtet weit. Kommt und spielt mit mir. Abenteuer erlebt man hier. Oh. Und immer finden nach Hause wir. In einem Land vor unserer Zeit. Vor unserer Zeit. Es ist so furchtbar zu sagen. Mir nicht glaubt das. Spikey, bist du etwa krank? Oh, alles klar. Du hast die roten Baumsterne gegessen. Eher die krabbeligen Baumsterne geäst. Und? Jeder weiß, man nicht esst krabbelige Baumsterne. Krabbelige Baumsterne Unglück. Jeder das weiß. Niemand weiß das. Die habe ich schon mal gesehen. Sie sind selten und ganz süß. Aber sie bringen kein Unglück. Spike nicht. Gib mich Unglücksbaumstern. Seht ihr? Ich gefällt nur, weil Spike Baumstern geäst. Deshalb bist du nicht gefallen. Jetzt hör mal, Petri. Wenn Spike keine krabbeligen Baumsterne mehr isst, hörst du dann auf, über Unglück zu plappern? Nein, dann noch nicht gut. Mein Onkel Tyranno kennt Blattfresser, die geäst das und dann Unglück bekommt. Ha, Onkel Tyranno, der erzählt doch laufend verrückte Geschichten. Mir weiß, aber ich muss immer daran gedenkt. Dann versuch an etwas zu denken, woran du nicht denkst. Zum Beispiel? Wie wär's mit einer anderen Geschichte? Ruby kann tolle Geschichten erzählen. Jap, jap, jap. Oh ja. Wie wär's denn mit einer Geschichte aus dem geheimnisvollen Jenseits? Chomper und ich waren unterwegs zum großen Tal. Und Rotklaue versuchte uns aufzuhalten. Was ist das für ein Gestank? Also, ich rieche gar nichts. Aber dein Schnüffler schnüffelt mehr als mein Schnüffler. Igitt, das ist ekelig. Da. Schlimmer als von Rotklaue verspeist zu werden? Dann folge mir, ich laufe vor. Ah!
überrascht von dem Wasserstrahl, dass er uns in Ruhe gelassen hat. Augenblick mal. Du willst mir weismachen, dass einfach so Wasser aus dem Brunnen gesprudelt ist? Du hast ja vielleicht eine Fantasie, Ruby. Aber ich hab's auch gesehen. Ja, na klar. Es gibt Dinge, die musst du erst sehen, damit du weißt, dass du sie gesehen hast. Hä? Willst du etwa mit uns ins geheimnisvolle Jenseits gehen, um uns sprudelndes Wasser zu zeigen? Nein, Zera. Obwohl es gar nicht so weit bis ins geheimnisvolle Jenseits ist. Ja, es ist gleich hinter dem wuchernden Gras. Ich würde gern das Wasser sehen, das in den Himmel hüpft. Japp, japp, japp. Das würde ich auch gern sehen. Ich fass es einfach nicht, dass ihr das wirklich glaubt. Du wirst uns glauben, wenn du es gesehen hast. Auf Abenteuerreise gehen. Zu dem Sprudelwasserplatz. Das Wasser sprudelt, gibt's doch nicht. Wie hüpfe Steine oder bombt am Licht. Und wenn wir Unglück haben, was dann? Denk nicht daran. Du kannst mit eigenen Augen sehen, das Sprudelwasser ist wunderschön. Was man nicht kennt, hat man verpennt. Auf Abenteuerreise gehen. Bay, 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 bay. Ja, das wird schön. Wir wollen jetzt das Sprudelwasser. Abenteuerreise gehen ist schön. Eine Abenteuerreise ist schön. Na schön, von mir aus sehen wir uns dieses Wasser an, was springen und sprudeln soll. Ich kann's kaum erwarten, das springende Sprudelwasser zu sehen. Japp, japp, japp. Tja. Stimmt was nicht, Ruby? Ich weiß nicht. Diesen Baum hier, naja, den hatte ich irgendwie anders in Erinnerung. Verirrt. Wir verirrt. Das Spike schuld. Er Unglücksbaumstern geäst. Wie können wir uns verirren, wenn wir zu einem Ort gehen, den es gar nicht gibt? Augenblick, wir müssen da lang gehen. Ja, jetzt weiß ich's wieder. Siehst du, Petri? Uns passiert nichts Schlimmes. Du brauchst keine Angst vor dem Unglück zu haben. Bis hierhin war Reise ganz gut. Vielleicht Unglück sich verirrt anstelle von uns. Vielleicht wir haben gute Reise. Ist schon gut. Das ist wahrscheinlich nur ein... Schnell, weg von dem Feuer! Beeilt euch! Jetzt glaubt an die Unglück, hä? Vielleicht sollten wir umkehren? Himmelsfeuer gibt's immer und überall. Aber wenn ihr Angsteier zurückgehen wollt, bitte soll mir recht sein. Ich dafür. Also, ich bin kein Angstei. Petri, Riesenangstei. Oh. Ich zu Riesenangstei, um allein zurückgefliegt, das mal sicher. Hey, wartet auf mir! Autsch! Irgendwas Schlimmes passiert? Nein, alles bestens. Weiter geht's. Thank you.
Tittlefoot, du läufst irgendwie anders als sonst. Keine Sorge, es geht schon. Wir würden uns keine Sorgen machen, wenn wir wüssten, worüber wir uns nicht sorgen sollen. Ich bin auf einen Erdstachel getreten. Oh nein, nein, nein! Sch. Es tut wirklich nicht sehr weh. Aber wenn Petri das rausfindet, dann wird er denken, dass das Unglück für das Unglück verantwortlich ist. Ich fühle mich schlecht, weil Spike hungrig. Ja, klar. Und wer ist daran schuld? Wenn du nicht solche Angst vor Unglück hättest, dann hätte er auch essen können. Spike, vielleicht du findest einen leckeren Nicht-Unglücksbaumstern da. Spikey, was machst du denn da? Oh-oh. Pass auf! Spike, warum hast du einen Baumstamm auf deinem Kopf? Weil Spike hat Unglück, ja. Und ich glaube, weil Baumsterne in Baumstamm. Vorsichtig, Spike! Hey! Seht ihr? Spike nicht sollte Unglückspflanzen essen. Nein, Petri, du solltest nicht immer vom Unglück reden. Das ist nicht gut. Hä? Das alles Schuld von Spike! Überraschungshimmelswasser gibt's immer und überall. Und der Himmelsschaum von vorhin sorgt dafür, dass jetzt Himmelswasser runterfällt. Das immer noch? Können wir uns nicht an einem trockenen Plätzchen unterhalten? Sieht mal, das Wasser hüpft und sprudelt. Wenn Ruby sagt, dass es hüpfendes, sprudelndes Wasser gibt, dann glaube ich ihr das auch. Und ich möchte es gern sehen. Wir gehen nirgendwo hin bei all dem vielen Himmelswasser? Hä? Hey, die große helle Scheibe kommt hinter dem Himmelsschaum hervor. Dann werden wir auch das sprudelnde Wasser sehen. Japp, japp, japp. Immer noch glaubt, dass hier kein Unglück? Was dachtest du denn? Aber mehr sollte jetzt nicht passieren. Das Himmelswasser hat den Schlamm weggespült. Das ist alles. Aber warum hatten wir das Himmelswasser? Und die Himmelsfeuer, Himmelsfeuer-Unglück! Außerdem hast du einen Erdstachel in deinem Fuß. Was? Erdstachel? Das ist ja große Unglück. Danke, Ducky. Aber wir hatten auch Glück im Unglück. Die Matschlawine hat uns bis zum Ende vom wuchernden Gras gebracht. Na dann, sind alle bereit? Na klar, ich glaube ja. Nein. Na, jetzt bin ich aber gespannt. Glaub mir, alles wird gut, Petri. Alles gut. Alles gut, alles gut, alles gut, alles gut, alles gut.
gleich sind wir da, wo wir hinwollen. Ich glaube, sie hat recht, denn ich rieche da irgendwas ganz Komisches. Es ist nur halb so schlimm, wenn man erstmal die Stinkelöcher passiert hat. Hier riecht's ziemlich übel. Jap, jap, jap. Ich sehe immer noch kein sprudelndes Wasser. Jap, jap, jap. Wartet's ab. Gleich werdet ihr sehen, was ihr noch nie gesehen habt. Glaubst du jetzt, dass es das hüpfende Sprudelwasser gibt, Zera? Gute Freunde finden alles, was sie wollen. Gute Freunde bringen jeden Stein zum Rollen. Nass! Jap, jap, jap! Gute Freunde spielen Fangen mit dem Wind. Gute Freunde, schön, dass wir zusammen sind. Was war das? Spike? Er ist ja voller Matschepampe. Ich bin froh, dass dir nichts passiert ist. Jap, jap, jap. Oh. Wie das stinkt. Oh, nein. Oh, Spike. Die Stinkelöcher haben dich stinkig gemacht. Noch schlimmer als sonst. Seht ihr? Unglück. Dieser Tag verflucht von Anfang. Na los, machen wir ihn sauber. Bleib da stehen. Was ist? Stinkt er immer noch so furchtbar doll? Die Matschepampe ist ab. Er noch stinkerig. Unglück. Naja, was soll's. Wir müssen jetzt sowieso nach Hause. Egal, wie weit er hinter uns ist. Ich kann ihn immer noch riechen. Von jetzt an alle hören auf Petri. Petri, richtig! Spike macht Unglück, wenn er krabbelige Baumsterne geäst. Weißt du, Petri, ich... Ah!
Sie sind abgehauen. Wieso? Ich habe keine Ahnung. Oh doch, du weißt es, Chomper. Schafzähne haben einen empfindlicheren Geruchssinn als wir alle. Wir konnten den Gestank nicht aushalten, aber Rotklaue hat ihn gehasst. Oh, danke, danke, Spikey. Danke, Spike. Oh, Spike, großes Glück, dass du in Stinkemodder reingefallen bist. Moment mal. Zuerst war es Unglück und jetzt ist es Glück? Es war gar kein Glück. Er hat einfach nachgedacht. Stimmt, Spikey? Irgendwann ist immer das erste Mal. Unglück, großes Glück, mir sind egal. Hauptsache wir sicher. Vielen Dank, Spikey. Du schnuffelst gar nicht mehr so schlimm.